Guten Morgen zusammen. Ich denke, wir starten jetzt. Wir haben einige Teilnehmer zusammen. Herzlich willkommen im Sykes & Support Campus. Und ich möchte ganz herzlich begrüßen Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz natürlich. Mein Name ist Carsten und ich bin der Host für die heutige Session. Wir wollen heute über den Zehnke-Reporter reden. Und dazu habe ich hier den Tobias mitgebracht. Der ist unser Technical Specialist und wird uns einiges zu dem Thema zeigen und sagen. Ich hoffe, Sie verstehen uns alle gut. Wenn nicht, einfach hier den Chat oder die Fragen nutzen. Das sollte ganz gut funktionieren. Ich denke, wir fangen ansonsten direkt an. Tobias, was ist Zehnke Reporter ein neues Produkt oder warum jetzt? Warum machen wir das? Ja, also Zehnke Reporter ist ein Produkt, was wir jetzt ungefähr seit einem Jahr auf dem Markt haben und was viele Kunden aktuell einsetzen, um herauszufinden, wie funktioniert mein Netzwerk, was sind die Gefahren in meinem Netzwerk, habe ich Viren in meinem Netzwerk oder ist mein Netzwerk sauber, aber auch zur Überwachung von verschiedenen CPU- oder Memory-Problemen, die das Gerät vielleicht hat, oder wie ist die Auslastung? Muss ich meine Warnleitung erhöhen, etc.? Okay, was steckt hinter dem Namen Secure Reporter? Der Secure Reporter sagt Ihnen letztendlich, dass die verschiedenen Geräte, die man hat, Firewall-Produkte von Zeixel, das kann eine USB sein, eine ATP sein, dass wenn die Daten sammeln, diese Daten an den Secure Reporter schicken, der Secure Reporter diese Daten aufbereitet, grafisch und dem Kunden dann zur Verfügung stellt. Das ist eine Security Services Report Tool. Ja, klasse. Gut. Da gibt es noch UTM-Licenses, habe ich gesehen. Wofür werden die gebraucht? Wofür steht UTM? Genau, also UTM steht für Unified Threat Management. Ja, also es ist einfach eine ganz Verbindung von Serviceleistungen, von Security-Diensten. Ja, da haben wir den Antivirus-Service, wir haben den Spam-Service, wir haben Application Patrol. Und all diese verschiedenen Services laufen in Zehnke Reporter zusammen. Das heißt, die ganze UTM-Welt finden wir hier wieder. Hört sich gut an. Du hast es schon da aufgemacht. Sollen wir uns mal einloggen und das dann so ein bisschen zeigen, wie es funktioniert? Genau, das machen wir. Vielleicht können wir irgendwo. Also der Zehnke Reporter wird über die Cloud aufgerufen. Das heißt, es ist ein reiner Cloud-Service, den wir hier haben. Ja, klasse. Wir melden uns jetzt einmal an einen Zehnke Reporter. Das ist eine Testinstanz, die bei uns in Deutschland läuft, im Office. Verbunden über MyZeixel. Das heißt, wer sein Firewall-Gerät schon in MyZeixel registriert hat, kann sich mit dem gleichen Login in den Zehnke Reporter anmelden. Das ist ja schon mal sehr praktisch. Das ist sehr praktisch, dass wir einen Account hier für alles haben. Und dann gibt es dieses Bild hier. Das ist eine Organisation und ein Gerät, was verknüpft wird. Es gibt eine Map hier, einmal die Satellitenansicht oder die Map-Ansicht. Sehen Sie es gerade nicht so viel, weil es eine starke Zoom-Stufe hat, wo wir das Gerät lokalisiert haben, weil man das straßengenau festlegen kann, wo sich die Geräte befinden. Aber das Gerät steht hier bei uns im Büro, Genau, ne? das Gerät physikalisch bei uns im Büro. Das heißt, ich zoome jetzt hier mal ein bisschen raus. Dann sieht man die entsprechende Location. Okay, prima. Gut. Was sieht man auf dem Dashboard da? Ich sehe, da ist der nächste Tab, ist Dashboard. Genau, also das Dashboard ist erstmal die Zusammenfassung von Daten, die unsere Firewall-Produkte, wie zum Beispiel die ATP, uns liefern, die in den Zehnke Reporter eingespielt werden, aufbereitet werden und dann ausgelesen werden können. Ja, man sieht jetzt hier zum Beispiel, dass aktuell keine Malware und kein Virus erkannt worden ist. Ja, Okay. das ist gut. Wir wollen ein sauberes Netzwerk. Ja, wenn im Netzwerk schon nichts reinkommt, wenn eventuell unterstützend eine lokale Virus-Engine arbeitet oder eine Extension in einem Browser, Okay. ist es gut, wenn erstmal hier so wenig wie möglich steht in einem Zehnke Reporter. Ja, es mag verwirrend sein, weil Sie wollen ja Analysen haben, aber wenn Sie keine Bedrohung haben, dann haben Sie auch keine Einträge. Ja, man könnte jetzt diesen Zeitraum hier mal erweitern, um eine Woche, um zu gucken, ob es sich ändert. Wie gesagt, es ist ein Live-Gerät. Jetzt sehen wir hier, dass wir letzte Woche zum Beispiel einen Virus-Detection hatten. Ja, das Okay. heißt, man könnte jetzt von
dem Dashboard aus weiter navigieren und gucken, wo kommt das denn her? Klicken da drauf, okay. Prima. Genau, das ist ein Klick. Jetzt scrollen wir quasi rein. Ne? Ja, jetzt scrollen wir rein. Jetzt sehen wir hier nochmal, dass der Virus war und den Virus-Log. Ja, und hier sieht man jetzt auch dann, hier unten gibt es hier jetzt die IP-Adresse. Ja? Das heißt, ich weiß jetzt, in meinem Netzwerk hat diese IP-Adresse eine Virus-Signatur, die angeschlagen hat. Und jetzt müssen wir halt, jetzt ist das die Aufgabe vom Admin. Ja? Der Security Reporter zeigt Ihnen, wir haben was gefunden. Ja. Ja, und der Admin muss jetzt entsprechend handeln und dieses vielleicht einmal prüfen, wie ist der Virus draufgekommen, existiert er noch in unserem Netzwerk, ist er eliminiert worden. Es kann auch sein, dass er einfach ein USB-Stick eingeschickt worden ist. Ja? Wenn man ein USB-Stick lokal im Netzwerk einsteckt, den Virus anfängt, dann greift Security Reporter auch in der Analyse, weil man das in der Firewall auch von LAN zu LAN filtern kann oder von LAN zu LAN zu und untereinander. Ja? Nur kann hier die Firewall nicht immer diesen Virus droppen, sondern es kann auch sein, dass er eben nur anzeigt. Hm. Welche anderen Dinge kann ich auf dem Dashboard sehen? Genau, lassen wir mal ein bisschen Dashboard aufgehen. Ja, man hat hier verschiedene übersichtlichen Kacheln, dass man sieht, was erkannt worden ist, ob es einen Alarm gab, ob die Sandbox, wir haben ja auch in der ATP neu das Sandboxing-Feature drin, ob da was erkannt wurde. Sandboxing, was ist das? Ist? Klar, Sandboxing ist eine Funktion, die eingreift, wenn unsere lokale Signatur auf dem Firewall-Produkt nicht ansteckt. Das heißt, wir haben verschiedene Signaturen für Viren, Würmer etc. Wenn das die Datei runtergeladen wird und die Signatur sagt, okay, ist mir nicht bekannt, dann gibt es noch die Option, dass die Firewall das noch in die Cloud schickt, dass es in der Cloud entpackt wird, geprüft wird, analysiert wird, dann zurückgeschickt wird diese Information an die Firewall wieder. Die Firewall sagt dann, okay, es ist gefährlich, dann würde es in die Signatur hinzugefügt werden. Okay. Oder die Firewall sagt, es ist nicht gefährlich und leitet den Traffic weiter zum Client. Okay. Und diese Alert sagt halt, wenn die Sandbox diese neue Signatur erkannt hat, dann würde das hier auch hinzufügen. Also diese Variante stellt mir auch sicher, dass das System immer up-to-date ist quasi, ne? Genau, man ist up-to-date und durch die Sandbox werden jeden Tag Millionen von Files hin und her geschickt und analysiert, sodass die Signaturen jeden Tag besser werden, aber man auch selber eine zweite lokale Signatur auf der Firewall hat, wo man geschützt ist, weil man seine eigenen Sandbox-Analysen betrieben hat. Und neue Dinge, die gerade aufkommen, sozusagen, sind dann immer wieder schnell erkannt und können dann hinzugefügt werden. Korrekt, ja. Also sobald eine Sandbox Alerts gegeben hat, sind auch die entsprechenden Signaturen wenige Stunden später geupdatet und werden dadurch dann auf alle direkt ausgerollt. Ja, cool. Gut, wollen wir mal ein bisschen tiefer. Ja. Wir haben hier noch eine Trendstatistik, die anzeigt, wann das Netzwerk komplett sauber ist oder wann es verschiedene Warnungen gibt nach Zeitstempel. Das heißt, alle Signaturen, die wir in dem Gerät drin haben, sind von Warnung bis Critical definiert. Das sieht man hier links, rechts, Entschuldigung. Ja. Und grundsätzlich kann eine Warnung was ganz Simples sein. Es kann einfach schon jemand im Netzwerk sein, der mehrfach Pings auf die gleiche IP-Adresse macht. Das kann ein normales Verhalten sein, weil der Administrator gerade was testet, weil man versucht, ein Gerät zu erreichen. Es kann aber auch eine Warnung sein, wenn das jeden Tag mehrfach auftritt, dass da vielleicht einer versucht, was zu erreichen oder sich Informationen zu besorgen. Okay. Deswegen wird das erstmal als Warnung deklariert. Mhm. Und von Low bis Critical gehen wir dann, wenn wir merken, okay, es ist etwas wichtiger. Es sind unerwartete Downloads bis hin, es sind wirklich bekannte Viren, die wir gerade in unserem Netzwerk haben. Okay. Also schon sehr schön transparent aufbereitet sozusagen, ne? Korrekt. Man sieht das grafisch sehr schön aufbereitet hier. Okay. Gut. Wollen wir dann mal weitergehen in der Leiste, was wir da noch haben? Gehen wir mal rüber zum Analyzer-Part. Der Analyzer-Part zeigt die Sachen noch detaillierter an. Das heißt, man kann hier durch die verschiedenen UTM-Funktionen, die das Gerät bietet, gehen, entsprechend, wenn alles aktiviert ist, und kann sich angucken, was haben wir, wie ist der aktuelle Live-Traffic. Wir sehen hier, dass es standardmäßig, oder dass es jetzt von unserem Filter eine Woche ist, wie wir zurückgehen. Und wir sehen, dass generell wir nur diesen einen Virus hier hatten. Es kann aber auch anders sein. Wir haben ein ziemlich cleanes Netzwerk hier. Ich gehe einfach mal parallel auf eine zweite Security Reporter Instanz. Das ist unser Testlabor in Taiwan, wo wir auch absichtlich schon mal durch Analysen und Testviren einspielen. Okay. Und hier sieht man dann schon, dass Grafiken deutlich mehr ausschlagen. Ja? Also es
ist zum Beispiel hier ein Virus 157 Mal gefunden worden. Ja? Wenn man dann so Ausschläge hat, dann hat man ein Problem in seinem Netzwerk. Ja? Dann ist die Frage, wo ist der Virus, warum breitet er sich weiter aus? Man sollte zusätzlich unterstützen mit lokalen Virensignaturen arbeiten und Programmen, um das zu unterstützen und in den Griff zu kriegen. Aber daran sieht man, dass es durchaus höhere Ausschläge geben kann. Auch wenn die scheinbar hier alle von dieser einen IP kommen. Ja, man kann das hier also mal zusammenrechnen, diese 157, die 53 etc. Dann landet man auf diesem Wert hier von 279. Ja, das heißt, wir haben aktuell einen infizierten Client. Und das ist das, was wir schnell rauskriegen müssen. Wir haben einen Client, der hat es noch nicht geschafft, das ganze Netzwerk lahmzulegen. Und hier ist SQL Reporter dann das Warnmittel, was uns ansagt, okay, diesen Client offline nehmen vom Netzwerk, analysieren, bereinigen, um hier wieder eine saubere, schöne Statistik zu bekommen. Also kann ich sehr schön identifizieren. Ich kann genau zu dem Gerät gehen und mir angucken, wo kommt es her und entsprechend dann sicherstellen, dass das Netzwerk wieder frei von Viren ist. Korrekt, richtig. Ja. Super. Gut, schauen wir uns mal weitere Sachen an. Es gibt hier noch Destination IP, sprich welche IPs sollten erreicht werden. Ja. Oder welche IPs hat der Virenverursacher aufgerufen. Und dann kann man durch die einzelnen Untermodule hier klicken. IDP sehen Sie jetzt ziemlich häufig, dass keine Daten available sind. Das liegt einfach daran, dass hier nichts angeschlagen hat. Ja, und wenn es keine Viren, keine IDP-Signaturen im Netzwerk gibt, dann ist es gut. Ja. Es ist gut, wenn es leer ist, weil dann zeigt es Ihnen an, dass Ihr Netzwerk sauber ist. Okay. Ja? Es kann aber auch anders aussehen. Ich schaue nochmal auf unserer zweiten Seite. Hier ist bei IDP ebenfalls leer. Gehen wir mal in den URL-Filter. Ja, da sieht das deutlich anders aus. Ja. URL-Filter nutzt unser Content-Filter-Modul-Lizenz, die wir haben. Und hier gibt es dann doch schon einige Einträge, die entweder auf eine Phishing-Webseite hindeuten, auf eine Malware-Webseite, irgendein Bootnetz. Ja. Sie sehen hier auch verschiedene Adressen, die hier aufgerufen worden sind. Zum Beispiel support-apple-id, ja, das kann der klassische Angriffs-Hacking-URL sein. Ja. Das ist nicht die echte Apple-URL, es ist nicht die echte PayPal-URL. Wie oft kriegen Sie in der Woche E-Mails, dass ja, klar. Ne, man seine Kontodaten bestätigen soll? Ja. Ja, sowas würde alles hier im Bereich Phishing- und URL-Prüfung abgefangen werden, weil unser Content-Filter-Modul eine riesen Datenbank hat von allen Webseiten, die es gibt und es sehr schnell mitkriegt, ist es die echte PayPal-Seite oder ist es die nicht echte PayPal-Seite? Was dann hier auch angezeigt wird. Ja. Und dann können Sie sehen, anhand der IP-Adressen wieder, ja, welcher Nutzer ist das denn jetzt gerade? Ja. Muss ich die Sekretärin anrufen und sagen, warum kriegst du hier eine PayPal-E-Mail an? Ja. Sind vielleicht Kontodaten gehackt worden? Aber das lässt sich dann hier wieder schön rausziehen. Da muss man für sich gucken, welches Modul ist passend, was möchte ich aktivieren, was möchte ich analysieren, was ist für mich wichtig. Wir haben eben Sandboxing auch angeschnitten, ja. Da sieht man auch gut, um zu welcher Uhrzeit wurden wie viele Sandbox-Aktivitäten ausgeführt und was wurde überhaupt geprüft. Ja, das können MP3-Dateien sein, das können ZIP-Dateien sein. Verschiedene Möglichkeiten gibt es da. Okay, super. Was sehen wir denn da, wenn wir auf genau Management gehen? Genau, also Management zeigt in dem Fall Application Patrol an. Application Patrol ist ein UTM-Feature, was wir haben, was ganz genau in verschiedene Programme reingucken kann. Mhm. Das heißt, wir sagen nicht, es ist die Webseite oder es ist der Virus, sondern wir sagen, es ist die Anwendung, es ist der Port, es ist der Dienst. Ja, man sieht hier, dass es durchweg sauber ist mit kleinen Ausreißern. Das heißt, man könnte hier entsprechend wieder runtergucken, sieht aber, dass nichts geblockt worden ist. Ja? Das heißt, die Ausreißer hier sind entsprechend Warnungen, ja, weil nichts aktiv geblockt worden ist. Man kann aber trotzdem gucken, was wird jetzt hier im Netzwerk eigentlich gemacht. Ja? Okay. Ja, man sieht zum Beispiel, dass hier Avast im Einsatz ist, ein Virentool, Security-Programm. Man sieht, dass wir sehr viel HTTPS-Traffic haben. Ja. Man sieht aber auch, dass jemand Ubuntu einsetzt. Ja? Mhm. Kann es zum Beispiel sein, dass Sie dadurch analysieren können, wenn Ihr Netzwerk auf Windows ausgelegt ist, warum sehen wir da Ubuntu? Mhm. Da gibt es einen Mitarbeiter, der mit Ubuntu arbeitet. Ja? Ja.
gibt es Mitarbeiter, die vielleicht nicht privat surfen sollen. Man sieht hier sehr viel YouTube-Traffic. Also jede Anwendung, die im Netzwerk vorhanden ist, wird anwendungsspezifisch analysiert an dieser Stelle. Wir würden uns das gerne nochmal auf der zweiten Instanz angucken, weil es sieht auf jeder Instanz anders aus. Ja, es lässt sich also nicht zwingend sagen, dass das immer alles gleich aussehen muss. Ja, wir sehen hier auf der zweiten Instanz zu diesem Punkt keine Daten. Ja, das heißt, entweder ist das Application Control nicht aktiviert, sprich es wird einfach entschieden, es wird nicht gelockt, oder es wird nicht verbunden. Ja, man sagt mit dem Application Control, was wollen wir denn überwachen oder prüfen? Ja, und wenn es nicht aktiviert ist, dann gibt es dazu keine Ergebnisse. Okay, gut. Gut, anders sieht es aus bei der Web Security. Ja, Web Security ist ein Kombinationsfeature aus Content Filter und Application Control, wodurch man hier sehen kann, welche Kategorien werden denn häufig angesurft. Ja. Wir befinden uns jetzt hier wieder in unserem Testlabor in Deutschland und sehen, dass die Hauptkategorie Computer und Internet ist. Das macht Sinn. Das ist genau unser Business, was wir machen. Deswegen ist diese Kategorie hier am Anschlag. Ja. Wir sehen aber hier auch zum Beispiel Dating und Social Media. Ja. Wir wissen, dass wir in unseren Pausenzeiten das Internet benutzen dürfen. Also das ist okay. Aber dadurch könnte man analysieren, wer macht was, wird eventuell zu viel gespielt, werden andere Mailprogramme eingesetzt. Man kann das auch wieder runterbrechen auf verschiedene weitere Sachen. Auf IP-Adressen, von wo kommt es, wo geht es hin. Sogar auf URLs spezifisch. Ja, man sieht zum Beispiel, dass wir eine Blockade haben auf pay.google.com, ja, weil Mitarbeiter nicht ihre Apps aktualisieren sollen. Das kann man zum Beispiel auch gut einsetzen in Schulen. Unseren Produkten sind in Schulen im Einsatz, in Klassenräumen. Wir haben Smart Classroom-Szenarios. Jetzt soll in der Schule gelernt werden. Ja, die Schüler sollen lernen, sollen aber auch die Freiheit haben, präsentieren zu dürfen, für PowerPoint-Präsentationen Daten zu sammeln. Aber play.google.com gehört da einfach nicht rein. Ja, und so kann die Schule dediziert sagen, wir sperren App-Updates, wir sperren eure Smartphone-Spiele, aber vielleicht per Schedule. Wenn die Pause ist, geben wir das Netzwerk frei. Ja, man ist da komplett flexibel und Signal Reporter hilft dabei, rauszufinden, was passiert in meinem Netzwerk. Soll es so sein? Muss ich reagieren? Muss ich Konfigurationen ändern? Ich denke, das ist genau der Weg, den man auch beschreiten muss. Man muss erstmal sehen und verstehen, was passiert in meinem Netzwerk. Ne? Und dann entsprechend Schritte daraus abzuleiten, wie ich es besser gestalten kann. Ich habe immer mal wieder gehört, zum Beispiel, dass in Schulen dann die Internetverbindung nicht unbedingt die allerschnellste ist. Und dann versucht man halt, die Schüler dazu zu bringen, sich auf die Schule zu konzentrieren und sperrt dann solche Dinge, die dann nicht relevant sind. Oder nimmt dann halt die Pause dafür rein und so. Ja, macht sehr viel Sinn. Okay, was sieht man denn so unter Report da oben? Oder Device-Details haben wir da noch, sehe ich gerade. Ja, was genau kann man da sehen? Also in Device-Details zum Beispiel gibt es allgemeinere Informationen über die Geräte, die Daten in den SQL Reporter einspielen. Das heißt, wir sehen in diesem Fall, dass wir eine ATP 800 hier haben, auf Basis der 455 Firmware. Wir sehen die WAN-IP. Wir sehen das Lizenzpaket, das World Security Pack. Also die ATP wird standardmäßig mit einem World Pack ausgeliefert für ein Jahr, was alle möglichen Grafikoptionen, die wir für den SQL Reporter brauchen, beinhaltet. Da sehe ich auch immer, wenn ich neue Lizenzen brauche und so weiter. Also das ist genau, sehr, ja, also SQL Reporter ist ein Lizenzservice, der wie gesagt bei einer ATP für ein Jahr dabei ist. Danach wird es über das World Security Pack verlängert, um sein Netzwerk weiter zu analysieren. Wir sehen das 6-Tage-Uptime und wir sehen verschiedene weitere Informationen für den CPU-Trend, wie viele Sessions sich in meinem Netzwerk befinden. Wir sehen auch genau interface-spezifisch, wann Ausschläge auf dem Traffic da sind. Das gilt für die Hauptinterface, das gilt für die Glasfaser-Interfaces, das gilt für VLANs, um hier entsprechend den Traffic vom ganzen Netzwerk zu überprüfen. Wenn ich die SQL Reporter nutzen möchte auf der ATP, muss ich auf der ATP selber irgendwas konfigurieren oder geht das alles über MySQL? Ja, also die ATP ist schon bei der Ersteinrichtung wird sie mit MySQL verbunden. Es ist dennoch notwendig, den SQL Reporter zu aktivieren, um diese Logs zu machen. Ich kann einmal auf die ATP gerne switchen.
Das ist jetzt die ATP, genau, die wir vor Ort haben. Genau, das ist unsere lokale ATP, die wir aktuell im Testlabor haben. Dazu könnte man dann unter Konfiguration gehen, in die Cloud CNM, und bei dem SQL Reporter würde man entsprechend die Funktion hier oben aktivieren und kann hier drunter bekannt geben, okay, was möchte ich denn jetzt eigentlich loggen? Das sind einmal die UTM-Features, die Security-Produkte, die Interface-Statistiken, die wir gerade gesehen haben, oder entsprechend auch ein Traffic-Log. Das heißt, man könnte das Ganze auch auf User runterbrechen. Da fällt mir ein, ich sitze ja nicht immer als am Rechner und trotzdem kann es ja dazu kommen, dass es ein Moral-Attack, was auch immer, gibt. Kann ich mir solche Reports auch per E-Mail schicken lassen, dass ich dann zum Beispiel eine E-Mail bekomme? Ja, eine wichtige Frage. Also natürlich sitzt man nicht ständig vor dem PC und guckt sich das alles an. Ja? Das heißt, SQL Reporter hat drei verschiedene Arten, um Report-Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Fangen wir mal mit der Report-Art an. Im Report sind standardmäßig Weekly-Reports vor alle gefertigt. Okay. Das heißt, grundsätzlich kriegen Sie, wenn Sie es aktiviert haben, jede Woche einen Weekly-Report auf die E-Mail-Adresse von MyCycle. Mhm. Das lässt sich aber auch flexibel konfigurieren. Ja, es gibt eine Konfigurationsmenü hier, wo Sie unten rechts ein Profil hinzufügen können. Und hier lässt sich dann einstellen, ob Sie täglich, wöchentlich, monatlich einen Report erhalten möchten, wer ihn erhalten soll und was der Report beinhalten soll. So kann man sich entweder eine komplette Übersicht über das Netzwerk schicken lassen wöchentlich, oder man sagt, ich habe jetzt hier gerade eine Virussituation oder es ist irgendein neues Spam-Meldung, die gerade aktiv ist. Dann sagt man, okay, ich hätte gerne täglich den Spam-Report, um das per E-Mail ein paar Tage zu beobachten. Da ist man sehr flexibel, das zu konfigurieren im Reporting. Das gleiche gilt auch für die Alerts, die man hier hat. Ja, das heißt, man kann auch sich einfach nur Alerts schicken lassen. Das kann einfach schon mit einem Reboot starten, ja, wenn man ein Gerät neu startet. Es kann aber auch sein, mein Gerät hat eine hohe CPU, mein Gerät hat eine hohe RAM-Auslastung, meine Sessions sind am Limit, meine Warnleitungen sind am Limit. Es kommt immer darauf an, das Szenario, was man braucht. Wir haben viele Kunden zum Beispiel, die Geräte einsetzen in einem gescherten Szenario. Das heißt, es liegt eine Gigabit-Leitung an, ja, aber 250 Hotelgäste müssen die nutzen, 250 Schüler müssen die nutzen. Nicht jeder ist immer zeitgleich online, aber alle sollen eine schnelle Leitung haben. Das heißt, man versucht mit dem Bandbreitenmanagement das Ganze ein bisschen zu kontrollieren, und SQL Reporter kann dann helfen und halt feststellen, okay, meine Bandbreite ist immer 90-95% am Limit. Ich kriege diese Logs zugeschickt und ich muss vielleicht den Betreiber der Schule oder des Hotels anrufen und sagen, wir müssen die Bandbreite runterschrauben oder wir müssen den Uplink aufschrauben. Da muss vielleicht eine zweite Warnleitung, eine dritte Warnleitung zugebucht werden. Oder ich könnte mir den Traffic angucken, der genutzt wird, und den dann eventuell blockieren, um sicherzustellen, dass mir das Wichtigste durchkommt. Richtig, ja. Wenn man dann wieder ein Analyzer-Modul sehen würde, da gucken die Leute den ganzen Tag YouTube und Traffic ohne Ende, dann macht man vielleicht entsprechend auch die Applikation ein Bandbreitenmanagement. Auch das ist möglich. Das heißt, durch diese Verbindung mit UTM kann man sagen, YouTube kriegt nur 5 Mbit und alle anderen Dienste kriegen weiterhin 20 Mbit. Also man ist hier sehr flexibel auf Funktionen und Szenarien zu reagieren. Mal auf die Konfiguration zu sprechen. Also ich habe meine ATP, die ist völlig integriert in meinem Netzwerk, läuft gut, die ist registriert auf MyCycle. Ich enable das jetzt auf in dem Gerät, dass ich jetzt diesen SQL Reporter nutzen möchte. Ist die Konfiguration in dem SQL Reporter aufwendig oder ist bereits alles vorkonfiguriert? Ja, also die meisten Sachen sind vorkonfiguriert. Die Widgets, die Positionen, wie die Sachen abgerufen werden, das geben wir vor. Was gemacht werden muss, ist, dass das Gerät angelegt wird. Ja, das heißt, wir befinden uns zum Beispiel, gibt es hier bei, ich muss mal eben schauen, hier die Add-Organisation. Ja, das heißt, man legt eine neue Organisation an, gibt dem einen Namen, speichert diese, und dann findet man hier an dieser Stelle schon Unterstützung Geräte, die auf ihrem MyCycle-Konto liegen. Ah, okay. Ja, genau. Wodurch man einfach nur noch den Trümmel, den man analysieren möchte, oder dem Kunden selber das entsprechende Gerät zuweist. Und dann dauert es ungefähr 30 Minuten, bis der erste Strom an Daten erstmalig synchronisiert ist, von der ATP, von der USG auf den SQL Reporter. Und ab da ist das Ganze fast real-time. Ungefähr alle 2 bis 5 Minuten findet ein Sync statt, der die neuen Daten rüberschickt zum SQL Reporter.
Ja, hört sich doch sehr gut an. Gibt es irgendwas anderes noch, was man zeigen sollte oder wissen sollte zum SQL Reporter? Für mich hört sich das jetzt so an, wenn ich meine ATP habe, ich habe sie integriert, dann ist es mehr oder weniger ein logischer Schritt, SQL Reporter zu nutzen, weil wir es als Service halt zur Verfügung stellen. Zum einen, zum anderen, weil es mir viele Informationen über mein Netzwerk gibt und das Verhalten der User. Und das macht natürlich sehr viel Sinn, das so zu nutzen. Also wir haben SQL Reporter entwickelt, weil es Kundenwunsch war. Ja, der Kunde sagt, wir haben eine Firewall, wir haben ein Netzwerk, ich konfiguriere die Firewall, ich blockiere was, ich erlaube was, aber ich will wissen, was geht in meinem Netzwerk ab. Was machen die Kunden, was machen meine Clients, warum gibt es vielleicht Engpässe? Und genau dafür ist SQL Reporter entwickelt worden, um das grafisch aufbereitet sehen zu können. Ein hilfreiches Tool wäre eventuell im Analyzer noch das User-Modul, weil wir haben viel darüber geredet, dass wir nach IP-Adressen gehen. Man sieht überall im Dashboard, im Analyzer, die und die IP-Adresse. Ich weiß vielleicht als Admin nicht gerade, diese IP-Adresse ist jetzt welcher User. Ja, man hat aber die Möglichkeit in der ATP auch mit einem User-Login, mit einem SSO, hier verschiedene User als Usernamen reinzukriegen. Und auf diese Usernamen kann man dann entsprechend auch klicken und kriegt dann direkt die User-Statistik. Das heißt, wenn man sein Netzwerk vielleicht aufbaut, kann man entscheiden, okay, ich nutze vielleicht ein Active Directory und ich logge mich in meinen Windows-Computer ein und schicke automatisch diese Login-Informationen zur ATP, sodass die ATP immer den User mitschickt an den SQL Reporter. So spare ich mir das Gucken auf die IP-Adresse und kann einfach sagen, ich schaue mir den Schüler an, ich schaue mir die Bürosekretärin an, die Mitarbeiter an. Und habe dann dedizierte Logs, was macht dieser Mitarbeiter? Ja, inklusive Login-Out-History zum Beispiel. Also ich weiß, wann fährt er seinen PC hoch, wann fährt er seinen PC runter? Was macht er? Jetzt ist vielleicht die Frage, DSVGO ist ein großes Thema gewesen. Okay. Also SQL Reporter lässt sich da individuell einstellen, um Userdaten auch unkenntlich zu machen. Okay. Das heißt, es kommt darauf an, was ist in Ihrem Netzwerk vereinbart, wie ist die aktuelle Rechtslage. Möglichkeiten hat SQL Reporter. Sie können bei der Erstellung der Organisation in den erweiterten Einstellungen sagen, ich möchte alle Daten übertragen, ich möchte teilweise die Daten anonymisieren, wie zum Beispiel den Benutzernamen oder die MAC-Adresse, oder ich möchte alles komplett anonymisieren, dann kriege ich halt einfach nur, es ist was im Netzwerk, aber ich kann es selber nicht zuordnen. Das heißt, man muss hier gucken, inwiefern da die aktuelle Rechtslage ist. Die schwankt immer jedes Jahr so ein bisschen. Aber das Tool lässt sich dahingehend dynamisch anpassen. Es ist eine Cloud-Lösung sowieso. Wir arbeiten ständig an den Produkten, erweitern es und sind dann immer entsprechend auch konform zu dem, was es gibt. Gut. Prima. Ja, haben wir sonst noch was zu sagen? Oder sollen wir mal die Teilnehmer fragen, ob sonst noch irgendwelche Fragen sind? Wir können gerne mal in die Teilnehmer schauen. Okay, dann mache ich mal hier die entsprechenden Mikrofone auf, wer was sagen möchte. Gibt es irgendjemand, der eine Frage hat, der hier dem Tobias oder mir eine Frage stellen möchte zu dem Produkt SQL Reporter im Zusammenhang zum Beispiel mit der ATP? Es ist alles so klar geworden, wir haben keine Fragen, das ist gut. Ja, also ansonsten hoffen wir, dass wir Ihnen so ein bisschen das Produkt näher bringen konnten und weitere Fragen natürlich immer. Vielleicht kannst du uns nochmal zeigen, unser Support-Service-Portal, wo man dann Fragen stellen kann. Wir haben unsere Adresse support.cyxl.eu. Da haben Sie unser gesamtes Support-Portfolio. Da finden Sie ganz wichtig unter Knowledge Base ganz viele Artikel zu allen möglichen Themen. Wenn Sie da SQL Reporter eingeben, werden Sie auch einiges finden. Da finden Sie auch Informationen, was passiert, wenn Sie noch Hilfe brauchen bei der Konfiguration und so. Alles ist da. Wir wollen diese Tech Talks, wenn Sie da nochmal nachhören wollen, was war jetzt genau gesagt zu dem oder jedem Thema, dann vielleicht gehen wir mal auf die Akademie-Seite, unsere Campus-Akademie. Hat einen Unterbereich für die Tech Talks. Da kann man dieses, was wir gerade hier erklärt haben, auch nochmal nachhören und sich angucken. Und wenn weitergehende Fragen sind, natürlich immer an die Kontaktpersonen
Bike Slides, eine Bike Shadows und das sollte problemlos sein. Ansonsten bedanke ich mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, Tobias, für alle diese Erklärungen. Super.